zweite Referat halten Daniel Arber von eOperation Schweiz und Andreas Marti vom Amt für Informatik und Organisation des Kantons Zug. Der Titel ist eine gemeinsame Telekombeschaffung von Kantonen und Städten. Wir hören im Referat unter anderem, wie eine kollektive Beschaffung von allen Kantonen und 45 größeren Gemeinden und Organisationen durchgeführt wurde. Und im zweiten Teil dann auch, wie die Einkaufsgemeinschaft während der Vertragsphase aufgebaut ist, und schließen dann mit Lessons Learned ab. Ja, schönen guten Nachmittag miteinander. Wir freuen uns, dass wir über dieses Projekt hier berichten können, Fragen beantworten können, auch diskutieren. Wir sind zu zweit. Andreas Smart, Jurist im Amt für Informatik vom Kanton Zug. Er war Leiter des Kernteams Recht im Projekt. Mein Name ist Daniel Arber. Ich war Co-Projektleiter und bin Geschäftsführer von eOperation Schweiz. Noch ein paar Worte zu eOperation Schweiz für diejenigen, die uns nicht kennen. Wir sind ein öffentliches Unternehmen, 2018 gegründet. Aktionäre sind die Gründerin, Schweizerische Informatikkonferenz, alle Kantone, über 40 Städte und auch Organisationen, IT-Organisationen vor allem von Kantonen und Städten. Wir haben zwei Aufgabengebiete, Tätigkeitsgebiete. Das eine ist Aufbau und Betrieb von gemeinschaftlichen Applikationen, Fachapplikationen wie E-Umzug, Basisdienste wie Signaturvalidator des Bundes, den der Bund via uns den Kantonen und ihren Gemeinden zur Verfügung stellt. Und das andere Gebiet, das sind Beschaffungen für die Services, weil wir möglichst alles vom Markt einkaufen, um auch wettbewerbsneutral zu sein, aber auch Beschaffungsgemeinschaften, wie wir hier vorstellen. Arbeiten nicht gewinnorientiert und aber natürlich kostendeckend langfristig auch, um unsere Lösungen erneuern zu können. Wir haben das Referat so gegliedert, dass wir das Projekt vorstellen, auch eingehen auf das Vertragskonstrukt, das wir gewählt haben, dann berichten darüber, wie wir es umsetzen heute. Der Zuschlag ist erfolgt, wir sind jetzt schon eineinhalb Jahre in der Umsetzung, und zum Schluss ein Fazit. Warum berichten darüber? Wir haben den Eindruck, es hat Pioniercharakter, weil einfach diese Zahl von 71 Bedarfsstellen, die wir versammeln konnten, einerseits ein Novum ist, mindestens im Bereich ICT für die Schweiz. Alle Kantone haben zusammengespannt und eben noch Städte, Gemeinden an 40, oder? Und dann, bis wir auf diese Zahl waren von über 70. Und auch das Volumen und die Einsparungen, die wir erzielen konnten. Die Projektorganisation mit Steering und einem Team, das Übliche. Was speziell ist hier, dass wir Rechte delegiert haben, also die wichtigen Entscheidungen, Freigabe der Ausschreibungsunterlagen und der Zuschlagsentscheid, den haben wir nicht wir gefällt, sondern das Steuerungsteam. Dort waren Vertreter drin der Kantone und von Städten freiwillig. Das folgte auf einer Umfrage, wer macht mit? Und diejenigen, die sich bereitgestellt haben, haben dann hier mitgearbeitet. Und auch im Projektteam beruht es auf Freiwilligkeit. Wir haben das Glück, dass wir im technischen Team die Fachgruppe Voice quasi 1:1 ins Projektteam übernehmen konnten. Das sind Telekom-Spezialisten von Kantonen, von vier Kantonen. Basel-Stadt ist dort drin, Solothurn, Zug, Kanton Zürich. Zwei Städte, die Stadt Zürich und die Stadt Bern. Auch dort nach dem Milizprinzip, das sind diejenigen, die sich engagieren in der Fachgruppe Voice. Es ist natürlich ganz wichtig, diese Expertise drin zu haben. Sie haben das Pflichtenheft geschrieben, zusammen mit dem Co-Projektleiter Walter Lampart von Lampart Consulting. Sie haben die Kriterien definiert, damit wir am Schluss jetzt die Lösungen haben, die dann auch eben die Praxis braucht. Genau gleich beim Kernteam Recht. Dort sind Spezialisten drin, Sie sehen es hier, wiederum Kantone Basel, Zürich, Zug. Stadt Zürich hat mitgemacht
und das Team um Hans-Rudolf Trüeb von Walter Wyss, das uns verstärkt hat. Daneben haben wir für das Beschaffungsmanagement noch ein Team von Sourcing-Partner beiziehen können. Das Projekt dauerte 2 Jahre mit einem Vorprojekt, wo die Bedarfsklärung stattfand, die Umfrage, wer ist interessiert teilzunehmen. Budget 1,5 Millionen, vor allem für Projektleitung, Erstellung, Pflichtenheft, Rechtsberatung und eben auch die Unterstützung im Beschaffungsmanagement. Das Ganze geht zurück auf eine Initiative der SIK. Vielleicht frage ich, wer war dann wie bezugsmitteilnehmerberechtigt? Es gab eine Umfrage bei den Mitgliedern der SIK und wir haben so ein bisschen Größe von 10.000, 12.000 Einwohnern hinunter die Gemeinden befragt, ob sie mitmachen wollen. Das ist etwa die Grenze, wo man für Telekom so in ein beschaffungsrechtlich relevantes Volumen hineinkommt. Dort haben wir gefragt. Und wer mitmacht, wurde dann auch publiziert mit der Ausschreibung auf einer Liste der bezugsberechtigten Bedarfsstellen. Die Kernverwaltung jeweils und darum herum auch selbstständige Organisationen wie Gerichte, Polizei, Spitäler, Schulen, ein Stromversorger oder auch ein ÖV-Unternehmen einer Stadt zum Beispiel, die waren auch dann genannt, sind genannt auf der Liste und sind auch bezugsberechtigt. Wichtig ist, dass es keine Unternehmen sind, die irgendwie kommerziell tätig sind. Gegliedert in 5 Lose, wir haben mal die Mobilkommunikation mit klassisch die Handy-Abos für Voice und Daten, dann im Los 2 Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, Stichwort IoT, Los 3 die klassische Telefonie, also herkömmlich einfach das Telefon und die Kupferleitung, kann ich sagen, wird nicht mehr genutzt, haben wir keine Leistungsbezüge. Und dann IP-Telefonie mit den SIP-Trunks, Los 4 und Los 5 Internet-Breitbandanschluss. Typisch, eine wichtige Eigenschaft des Konstrukts ist, es gibt keine Bezugspflicht, weder aus den Rahmenvereinbarungen, die wir abgeschlossen haben mit den Providern nach den Zuschlägen, noch in den Bezugsverträgen. Sie sehen das dann nachher im Konstrukt, also die Verträge zwischen den Bedarfsstellen und den Lieferanten, ist irgendeine Bezugspflicht genannt. Das ist wichtig, damit wir diese große Community versammeln konnten, damit sich niemand im Voraus verpflichten muss. Und wir haben auch ein Rabattmodell, das denke ich, ist auch eine Eigenheit davon, wie wir das gestaltet haben. Es ist ein 3-stufiges Rabattmodell. Die erste Stufe Rabatt ist auf den Einheitspreisen, wo das gesamte Volumen dieser 70 Bedarfsstellen zusammengerechnet wird. Und darauf gibt es einen Rabatt auf den Einheitspreis. Das ist ein solidarischer Rabatt, weil die großen Bedarfsstellen helfen mit ihrem großen Volumen den kleineren zu besseren Konditionen. Und um das auszugleichen, haben wir noch die Stufe 2 und 3. Dort gibt es individuell für die jeweilige Bedarfsstelle im Los und für ihren ganzen Leistungsbezug bei einem Provider einen Rabatt. Und dort können Sie mit Ihrem großen Volumen dann noch zusätzliche Rabatte erzielen. Also Sie merken daran, das ist ziemlich austariert und das entstand auch nicht von heute auf morgen, sondern das war in diesem Sinne auch ein Dialog, aber einer innerhalb des Projektes. Soweit die Übersicht. Jetzt kommen wir zu den Vertragsbeziehungen, zum Vertragskonstrukt und ich gebe weiter an Andreas. Ja, danke Dani. Ist lustig, wenn du jetzt das gerade besprichst, das Rabattmodell, das war ein typisches Beispiel, wo wir in den Kernteams, die da involviert waren, uns wirklich schon, ich glaube, wochenlang die Köpfe eingeschlagen haben, weil wir uns am Anfang nicht einig waren. Die Juristen waren der Meinung, es war zumindest am Anfang viel zu kompliziert und für die Anbieter wirklich schwierig, all die Rabatte. Ich glaube, man hatte noch mehr Stufen am Anfang. Und dann haben wir uns auf dieser Form geeinigt. Und das ist gerade ein gutes Beispiel, wie wir eben Lösungen gefunden haben zu diesen Themen bei dieser sehr spannenden Ausschreibung. Ihr könnt euch auch vorstellen, dass eine solche Ausschreibung verschiedene vertragliche Regelungen braucht. Es gibt nämlich ganz viele verschiedene Involvierte. Zum einen ist es die E-Operations, die Ausschreibung eigentlich ausgeführt hat.
die auch die Zuschläge am Schluss offiziell gemacht hat, die die ganze Ausschreibung so gestaltet hat, dass alle Bedarfsstellen, die da teilnahmen, dann später auch beziehen konnten. Und dazu brauchte es interne Regelungen mit E-Operations und den Bedarfsstellen, die mitmachen wollten. Und es brauchte auch Regelungen für später, nach dem Zuschlag, mit den Zuschlagsempfangenden. Ihr habt hier die, den Zuschlag bekommen haben. Und die haben die Rahmenvereinbarung mit E-Operations abgeschlossen. Und als drittes braucht es dann auch noch Bezugsverträge mit den einzelnen Bedarfsstellen, wo die einzelnen Bezüge geregelt werden und vor allem auch die Bestellungen der Telekom-Dienstleistungen stattfanden. Wir haben damals auch geschaut, wie machen wir das genau. Das war nämlich wirklich ein Novum. Das gab es so noch nie, meines Wissens, dass sich alle Kantone und sehr viele der großen Städte zusammengerauft haben, auch dank der SIK, muss man sagen. Und wir haben uns dann überlegt, ja, wie können wir die E-Operations beauftragen, das quasi zu machen, für alle, die da teilnehmen wollten. Und dazu wurde ein Dachvertrag gestaltet, der als Rahmenvertrag gilt. Und der ist auch so, dass wenn E-Operations künftig Ausschreibungen macht, dann müssen wir keine neuen Verträge machen, zumindest nicht den Dachvertrag, weil da kann man genau noch anschließen und eine nächste Ausschreibung dazu durchführen lassen. Also das ist eigentlich offen. Wir haben schon vorausgedacht, wenn das dann erfolgreich wird, können wir dann schauen, macht es vielleicht künftig wieder Sinn, dass wir etwas Ähnliches wieder wiederholen und davon profitieren können. Und dieses interne Vertragskonstrukt ist von dem her schon da. Wir werden sicher ein paar Änderungen machen, wenn wir die nächste Ausschreibung machen, aber grundsätzlich haben wir das schon so vorbereitet, dass es flexibel ist. Auf der Seite der Ausschreibung selbst dann gegenüber den Anbietenden gibt es eigentlich wie drei Stufen wieder. Es gibt eine Rahmenvereinbarung, wo die ganzen Rahmenbedingungen aus der Ausschreibung drin sind, oder die wichtigsten. Und die wird grundsätzlich mit E-Operations abgeschlossen. Und die sieht auch vor, dass eben die Bezüge getätigt werden können mit den Bedarfsstellen. Dafür wurde auch bereits ein grobes Muster vorgegeben in der Ausschreibung eines Bezugsvertrags, der dann die Bezüge regelt. Und effektiv und erst verbindlich wird es dann, wenn eine Bedarfsstelle sagt, so und jetzt bestelle ich habe Rahmenvereinbarungen, die wurden alle schon abgeschlossen. Wir haben den Bezugsvertrag mit dem Anbieter, den wir brauchen und jetzt machen wir noch eine Bestellung. Das ist dann der Punkt, an dem es verbindlich wird. Und auch hier haben wir eine Flexibilität eingearbeitet. Das war auch eine längere Diskussion intern, wie wir das genau machen. Es gibt die Möglichkeit, Direktvergaben zu tätigen von den Bedarfsstellen und es gibt aber auch die Möglichkeit, nochmal die Preise abzurufen beim konkreten Bedarf, zum Beispiel engere Spezifikationen zu machen und die Anbieter, die da den Zuschlag erhalten haben, nochmal anzugehen und sagen, gebt uns nochmal einen Preis, der darf nicht höher sein als das, was ihr angeboten habt, aber tiefer darf er schon sein. Ist immer von Vorteil. Ein weiterer Punkt, einfach als Beispiel von mehreren, war auch die Dauer der vertraglichen Bindung. Da haben wir auch länger diskutiert, wie beim Rabattmodell. Und das war auch ein intensives Gespräch mit dem externen Legal Counsel, mit Walter Wies, wo wir uns überlegt haben, wie lange machen wir die ganze Ausschreibung? Wie lange soll man Bezüge tätigen können unter dieser Ausschreibung? Und das Modell, das wir dann gewählt haben, war, dass der Rahmenvertrag grundsätzlich vier Jahre dauert
und dass Bezugsverträge, die darunter geschlossen werden, maximal 3 Jahre länger dauern können. Das entspricht einer maximalen Bezugsdauer von 7 Jahren. Und dann haben wir gesagt, wir müssen da noch ein bisschen mehr Flexibilität haben. Wenn das super läuft und alle zufrieden sind, dann soll der Rahmenvertrag noch um 1 oder 2 Jahre verlängert werden können. Und das führt dazu, dass die maximale Dauer, unter welcher Bezüge getätigt werden können, 9 Jahre ist von dieser Ausschreibung. Das war einer der Punkte, ja, der gab auch zu diskutieren und war ähnlich wie eben auch die Rabattmodelle ein Punkt, wo wir eine Weile brauchten, bis wir eine gute Lösung hatten. Dann gebe ich wieder Dani, wenn ich mich nicht verzählt habe. Voilà, ja, richtig erzählt. Bei der Umsetzung der Rahmenvereinbarung kann ich noch sagen, bei den Vereinbarungen, bei diesen Verträgen haben wir recht viel Zeit investiert und haben sie auch publiziert, mit der Ausschreibung zusammen auf CIMAP. Ist ja gängig, dass man das macht. Wir können nur sagen, es hat sich sehr bewährt. Es war ein Aufwand. Wir haben auch nicht die Anbieter auch nicht verpflichtet, das genauso zu akzeptieren, aber sie mussten dann immerhin konkrete Gegenvorschläge machen. Und das Ganze hatte 2 Vorteile. Der eine ist, dass wir wirklich nach Ablauf der Beschwerdefrist nach dem Zuschlag unmittelbar die Rahmenverträge abgeschlossen hatten. Glaube ich, innerhalb von 2 Tagen mit allen 5 Providern. Es gab vorher kurz eine Runde, wo man noch ein paar Punkte diskutiert hatte, individuell mit den Anbietern. Aber da waren wir eigentlich unmittelbar nachher bereit und schon wenige Wochen später, es war dann im neuen Jahr, gerade Anfang Januar, hat die erste Bedarfsstelle schon bestellt. Also das war wirklich ein Vorteil, eine Vorarbeit, die wir geleistet haben, hat uns dann geholfen. Und dito bei den Bezugsverträgen, die einzelnen Bedarfsstellen waren entlastet. Sie konnten diese Muster nehmen für die Bezugsverträge, leicht anpassen noch auf ihre Gegebenheiten, wer ist bestellberechtigt etc. Aber dann hatten sie etwas, das passt, 1:1 abgestimmt ist zur Rahmenvereinbarung. Das ist jetzt auch etwas zu tun in der Umsetzung drin. Wir kommen jetzt in die Umsetzung des Ganzen. Wir haben Rechte und Pflichten als E-Operations gegenüber den Lieferanten. Sehen Sie hier aufgeschrieben die Verlängerung der Rahmenvereinbarung oder auch mal die vorzeitige Kündigung, wenn es nicht rund läuft. Service Levels, wenn die nicht erfüllt werden, haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Interessen vertreten können. Können Benchmark und Audits durchführen. Und es gibt ein Monitoring des Beschaffungsvolumens, damit wir sehen, dass die Rabatte richtig kalkuliert werden und auch das Maximalvolumen überwachen können, dass das nicht überschießt. Und das Monitoring, das machen wir selbst, direkt laufen mit den Lieferanten. Hingegen die Rechte, die oben stehen, die wichtigen Rechte, die haben wir ja nur treuhänderisch. Und wir sind zwar Beschaffungsstelle, haben die Zuschläge erteilt, aber wir verstehen das als treuhänderische Leistung und wollen auch legitimieren lassen, wenn wir solche Rechte ausüben, dass das abgestützt ist, dass das dem Willen der Bedarfsstellen entspricht und dass wir eine Governance haben. Das haben wir dann auch so organisiert, erst gegen Schluss des Beschaffungsprojekts, muss man sagen. Wir waren so beschäftigt damit, dass die Beschaffung zu konzipieren, dass wir eigentlich noch nicht an die Umsetzung gedacht haben. Aber dann, als das näher rückte, merkten wir ja, das ist zu regeln, müssen wir noch machen. Auch die Aufwände dann, die jetzt in der Umsetzung sind, brauchen eine gewisse Finanzierung. Und wir haben das dann gelöst mit einem Anhang zum Projektvertrag. Dort sind Rechte und Pflichten geregelt. Das ist eigentlich ja, die Governance und auch die Gremien, wie läuft das ab, wer macht was und wer zahlt wie viel an diese Einkaufsgemeinschaft, die jetzt dann andauert, bis so lange wie die Rahmenvereinbarung dauern. Und wir haben 3 Ebenen, 2 Gremien, einmal die Versammlung, da ist jeder, der einen Beitrag leistet finanziell an die Umsetzung, hat einen Sitz in der Versammlung drin und hat eine Stimme. Und dann gibt es einen Ausschuss, damit wir auch unterjährig flexibel sind, reagieren können. Ein Bedarfsstellenausschuss mit 9 Mitgliedern. Im Moment tagen wir 2 Mal im Monat, wo wir einfach die Fragen klären mit den
Lieferanten, die auftauchen und uns auch überlegen, wie können wir die Umsetzung noch besser machen, noch mehr erleichtern und E-Operation Schweiz eigentlich als Geschäftsstelle. Eben die Versammlung hat diese grundlegenden Rechte und ihr habt ein erstes Mal diese Versammlung durchgeführt und habt sie natürlich auch genutzt, um Erfahrungen zu teilen. Das ist jetzt rein das Formalrechtliche, aber das andere ist natürlich genauso wichtig. Auch im Bedarfsstellenausschuss ist ein ganz wichtiger Teil, dass man Erfahrungen untereinander weitergibt und eben sich um Fragen diskutiert der Umsetzung, die sich dann immer stellen. Auch die Beratung, die ist auch geregelt in diesem Anhang und in unserem Auftrag. Wir haben ein Extranet gemacht, wo wir alle Dokumente drauf haben, alle Hilfsmittel. Es gibt so Factsheets rechts im Bild, also in jedem Los, für jeden Anbieter gibt es ein Factsheet, das ist ein Kondensat des Vertrags. Damit man sich da nicht durchkämpfen muss, findet man als Bedarfsstelle einfach das Wichtigste in Kürze auf zwei Seiten über den jeweiligen Rahmenvertrag und das Angebot. Zum Fazit gebe ich wieder an Andreas. Also die Lessons learned, Herausforderungen, ich glaube, ein Punkt, du hast es jetzt auch schon ein bisschen angetönt, war die Governance. Wir haben bei der Governance schon auch uns schon am Anfang überlegt, haben das auch im Dachvertrag und Einzelvertrag grob drin gehabt, aber was wir nicht so auf dem Radar hatten, dass es einfach nötig ist, dass die E-Operations nach Zuschlag doch noch weiter Vertragspartei ist und noch etliche Leistungen erbringen muss, vielleicht auch Entscheide fallen muss. Und das war anspruchsvoll, vor allem auch unter dem Blickwinkel, dass doch wir hatten sehr viele Beteiligte, verschiedene Kantone, verschiedene Meinungen. Und das hat wirklich dazu geführt, dass dieser Punkt recht anspruchsvoll war. Es war auch ein Punkt, wo wir mit unserem Rechtsberater am Anfang noch ein bisschen unterschiedliche Ansichten hatten. Das war zum Teil auch dadurch geschuldet, weil bisher vor allem der Bund auch so ähnliche Ausschreibungen gemacht hat, auch mit einer zentralen Stelle. Der Unterschied war aber, dass eben beim Bund das eine Stelle ist, die zum Bund gehört. Und wir Kantone, öffentliche Verwaltung, die nicht zum Bund gehören, haben kein solches Konstrukt. Wir haben nur die SIK, oder immerhin hatten wir damals die SIK, und konnten, mussten das reduzieren. Wir haben dann gesagt, die E-Operations kann nicht das Gleiche machen wie eine Stelle beim Bund und umfangreiche Kontrollaufgaben übernehmen. Und deshalb haben wir die Aufgaben der E-Operations in den Verträgen auf das Minimum reduziert. Und eben, wie du gesagt hast, im Einzelvertrag haben wir das dann als Nachtrag geregelt, werden wir aber vermutlich künftig eben, wenn wir das wieder machen, schon bereits beim ersten Einzelvertrag zu einer neuen Beschaffung so vorsehen. Was auch nicht zu unterschätzen war, war der Aufwand. Es war ein Pilotprojekt, wie du richtig gesagt hast. Das hat uns einiges abverlangt, auch vor allem bei den Verwaltungen. Es brauchte wirklich ein hohes Commitment. Und ich bin froh, haben wir das am Schluss wirklich gut durchgestanden, auch wenn es zwischendurch mal geräbelt hat. Und es gab auch Abgänge zwischendurch und Zugänge. Und damit mussten wir klarkommen. Das war für mich so von den Herausforderungen die schwierigeren. Ja, und eben dieser Goodwill der Zusammenarbeit, das ist entscheidend, wenn man das zusammen macht. Es hat viele Vorteile, es hat natürlich auch für die Bedarfsstellen Vorteile. Sie müssen keine Ausschreibung machen, aber das braucht halt dieses klassische Milizprinzip, dass man sich engagiert, freiwillig, dass man auch vom Arbeitgeber freigestellt wird für diese Arbeit. Das ist eine Investition des Arbeitgebers, dass... Und es braucht diese Experten, die dabei sind, die Praktiker aus den Kantonen, aus den Gemeinden, die mitarbeiten, damit es eine gute Ausschreibung gibt, damit man das kriegt am Schluss, was man braucht,
Und auch für die Zukunft ist das nötig, oder wenn wir dort Probleme haben und die Leute nicht mehr mitarbeiten können, diese Teams, diese Spezialisten, dann wird es schwierig, solche Projekte durchzuführen. Es ist sicher auch für standardisierte Leistungen nur geeignet, von denen gibt es aber genug. Da werden wir genug Arbeit haben, wenn wir nur einen Teil davon umsetzen. Es hat sich hier in dieser Ausschreibung gezeigt, zum Beispiel die Inhouse-Erschließung mit Mobil, das ist heute Standard, dass man im Haus drin Mobilantennen hat, die das Signal verstärken, das hat schon Projektcharakter. Das haben wir dann abgegrenzt und gesagt, das ist nicht Teil des Beschaffungsgegenstandes. Haben gesagt, macht mal eine Musterofferte, legt die bei, dass man sieht, in welche Richtung es geht. Aber das war jetzt etwas, das war zu komplex, das hätte man nicht standardisieren können. Also das sind sicher die Limiten solcher Projekte. Genau. Und was aber wirklich toll war, glaube ich, bei dieser Ausschreibung und was einer der wichtigen Erfolgsfaktoren war die Flexibilität der Bedarfsstellen, die wir in der Ausschreibung vorgesehen haben. Bereits die Teilnahme war ja fakultativ und es war auch so, dass man sich mit der Teilnahme an der Beschaffung nicht verpflichtet hat, später dann Bezüge zu tätigen. Wir haben das auch so in den Unterlagen festgeschrieben, dass es immer noch möglich ist, dass die Bedarfsstellen eigene Beschaffungen durchführen können, wenn sie sich da nicht beteiligen wollen am Schluss. Das war eine große Flexibilität. Auch eben, weil der Leistungsbezug dann erst später kam und es offen gestellt war den Verwaltungen, die da teilgenommen haben. Auch der Direktabruf und das Minitender, da haben wir die maximal mögliche Flexibilität eingebaut in die Beschaffung rein. Ich glaube eben auch diese Freiwilligkeit, die wir gehabt haben, dass man sich eben nicht schon von Anfang an committen musste und sagen, ihr macht das so und so und so. Wir haben zwar in den Einzelverträgen das Ausschreibungsdesign skizziert und gesagt, wir machen es so, aber das hat dann den Verwaltungen ermöglicht zu sagen, ja, dann machen wir mal mit. Das kostet nicht viel. Wenn man sieht, was eine Ausschreibung sonst kostet, ist das ein Klacks und dann machen wir mal mit. Und das hat sich jetzt als Erfolgsfaktor auch gezeigt. War sicher auch extrem wichtig, dass die SIK dahinter stand. Ohne die SIK wäre das Projekt gar nicht durchgeführt worden. Dass es eine Organisation gibt, die das vielleicht anstößt oder mindestens der Sache Rückenwind gibt, auch ihre Kanäle, ihre Kommunikationskanäle zur Verfügung stellt, ihr Netzwerk zur Verfügung stellt. Jetzt ist es die Nachfolgeorganisation DVS, wo diese Aufgaben aufgegangen sind. Wenn ich von der SIK spreche, ist es einfach noch die Rechtspersönlichkeit, die hier involviert ist, aber jetzt die DVS. Das ist ganz wichtig, dass man auf bestehende Netzwerke abstützen kann. Und wir können sagen, wir haben viel gelernt. Es war auch ein langer Prozess, aber wir haben die Ziele erreicht im Sinn, dass wir die Kräfte bündeln konnten, die Nachfrage bündeln konnten, deutlich günstigere Preise erzielt haben. Wir haben jetzt im vergangenen Jahr, im zweiten Halbjahr, haben wir mehrere Millionen Einsparungen für die Bedarfsstellen, die Leistungen beziehen. Also die Projektkosten sind schon lange wieder drin. Das hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, eben keine eigenen Ausschreibungen für diese 70 Bedarfsstellen. Und drittens sehen wir eine gewisse Standardisierung der Telekom-Leistungen für die öffentliche Hand. Sicher auch ein Vorteil, weil man die jetzt gemeinsam weiterentwickeln kann, soweit das natürlich auch möglich ist innerhalb des Rahmenvertrags und diese Beschaffung. Aber der technologische Wandel, der geht rasch weiter und wir werden am Schluss, gegen Ende des Rahmenvertrags, nicht mehr alle eins zu eins die Leistungen drin haben vom zu Beginn. Und die kann man jetzt gemeinsam auch diskutieren mit den Lieferanten und unter den Bedarfsstellen. Also da sehen wir absolut den Nutzen, das hat sich bestätigt. Wir planen jetzt auch eine weitere Ausschreibung, sind die am Vorbereiten für elektronische Signaturen und Siegel. Es läuft eine Umfrage wiederum im gleichen Kreis, wer von Ihnen von einem Gemeinwesen hier ist und noch nichts erfahren hat, sich interessiert. Bitte melden Sie sich. Das ist alles noch jetzt im Entstehen und wir überlegen uns auch grundsätzlich, wie wir diese Dienstleistung von gemeinsamen Beschaffungen, Einkaufsgemeinschaften verstetigen und in noch stärker in unser Angebot
aufnehmen. Damit sind wir am Schluss. Wir stehen jetzt für Fragen zur Verfügung, gerne noch die Diskussion und danken für das Interesse. Danke. Vielen Dank. Gibt es gerade eine Frage? Ja. Ich habe eine Frage zu den Losen. Das ist ja beschrieben worden, dass gegen 2020 die Ausschreibung raus. Wie hat bei euch diese Fusion von Sunrise und UPC dann die Ausschreibung bzw. den Rahmenvertrag beeinflusst im Nachgang? Also es war, irgendwann kam das Thema und wir haben das schon vorausgesehen, dass das wahrscheinlich dann passieren könnte. Irgendwann war das Thema da. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die Rahmenverträge haben wir noch zwei gemacht für die beiden. Oder haben, ja. Genau. Ja. Und eigentlich war es ja auch so, wir hatten zwei verpflichtende Angebote. Das Spezielle war halt am Schluss vom gleichen Anbieter, weil der fusioniert ist. Aber eigentlich bestehen zwei Angebote und die konnten wir so vergeben, mit dem Detail, dass es halt dann nur noch ein Anbieter ist. Mhm. Aber es ist eigentlich vom Gesetz her halt so, das fusioniert, Rechte und Pflichten gehen über und dann hatte man quasi wie zwei verschiedene Angebote vom gleichen und die Bedarfstellen konnten von dem her eigentlich noch wählen, wollten sie das alte UPC oder wollten sie die neuen oder die anderen Bestimmungen nehmen. War ein bisschen speziell, aber nicht tragisch. Ja, im Moment ist es so, dass einfach via die neue Sunrise UPC eigentlich das ganze Angebot dieser beiden Vorgängerfirmen zur Verfügung steht über die Sunrise UPC AG. Und das kann sein, dass wir jetzt in eine zweite Phase kommen, wo die beiden Firmen ihr Angebot konsolidieren. Das wird sehr wahrscheinlich so sein. Das ist ja auch die Idee eines solchen Zusammenschlusses. Und dort haben wir einen Change-Prozess vorgesehen im Rahmenvertrag, damit man den Beschaffungsgegenstand auch weiterentwickeln kann, eben im Sinne solcher Konsolidierungen oder wenn es Nachfolgeprodukte gibt. Und wir sind uns dessen bewusst, dass die Grenzen dort bestehen. Wir können nicht alles machen, aber das ist schon vorgesehen, dass man den Beschaffungsgegenstand auch überarbeiten kann. Ja, im Rahmen, wo natürlich zulässig ist, und das ist ein gewisser Graubereich, sagen wir so, aber das wissen wir heute in der IT, vielen Orten, wir können nicht etwas beschaffen und dann meinen, das sei in 5 Jahren immer noch das Gleiche. Da gibt es Veränderungen und wir haben einige Klauseln eingebaut, wo wir eben auch das im Rahmen des Gesetzes anpassen können. Vielen Dank. Ich denke, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit müssen wir die Fragerunde jetzt leider beenden. Aber vielen Dank für die Beantwortung.